Mein Name ist Raphael Rappel, ich bin jetzt seit einem Jahr der neue Obmann der Werksmusik Nettingsdorf und heute findet unser traditionelles Herbstkonzert statt hier im Festsaal der Landwirtschaftsschule Ritzelhof. Wir bieten unseren Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken aus der modernen Blasmusik, zum Beispiel von Thomas Doss, Filmmusik wie Children of Sanchez oder auch klassische Blasmusik, wie unsere Zuseher erwarten. Wir haben uns sehr, sehr fleißig vorbereitet. Wir sind wirklich guter Dinge, heute ein ganz tolles Konzert zu präsentieren. Es wird ein toller Jahresabschluss. Für mich ist es insbesondere interessant, weil ich unsere Kapellmeisterin vertreten darf. Jetzt hoffen wir nur mehr noch, dass das Publikum großen Gefallen findet. Ich denke, wir haben ein buntes Programm ausgesucht, wo für jeden Geschmack was dabei ist. Einige Solisten können sich zeigen, eine Gesangssolistin haben wir eingeladen, die wirklich brillant singt. Das Jugendorchester darf auch seinen Applaus abholen. Also ja, alle Zutaten dabei, dass das Konzert ein großer Erfolg werden kann. Wenn ein örtlicher Verein auftritt, sind wir gern dabei. Uns gefällt die Nettingsdorfer Werkskapellen und wir kommen eigentlich regelmäßig zu einer Konzerte. Und es ist ein sehr schönes Konzert, sehr interessant und nicht ganz einfach. Letztes Jahr haben wir im Rahmen des Herbstkonzerts der Werksmusik Nettingsdorf eine Gedenkminute eingelegt für die Opfer der Terroranschläge in Paris. Heuer hat Paul Kusen, der das erste Mal das Konzert dirigiert, ein Stück ausgesucht, das sich mit dem Thema der Terroranschläge vom 11. September 2001 beschäftigt. Es trägt den Titel A Hymn for the Lost and the Living und der New Yorker Kompositionsprofessor Eric Ewerson hat darin die Stille und die Trauer der Menschen, die Plätze des Geschehens im Nachhinein besucht haben, musikalisch zusammengefasst. Es ist ein sehr berührendes Stück. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, die Kunst ist die Möglichkeit, das Unaussprechliche zu verbalisieren, fassbar zu machen. Ich glaube, dass das mit diesem Stück ein bisschen besser gelungen ist, die Emotionen, die nach dem 11. September 2001 wahrscheinlich auf der ganzen Welt zu spüren waren, ein bisschen fassbarer zu machen. Sehr toll, also das Programm ist wahnsinnig anspruchsvoll und sie meistern das wirklich ausgezeichnet, also wirklich Musik auf
höchstem Level und in höchster Qualität. Dann kommt ein schwieriges Stück von Thomas Doss, dem oberösterreichischen berühmten Blasorchesterkomponisten. Als Abschluss der ersten Halbzeit kommt dann die Gesangssolistin mit I Feel Pretty aus der West Side Story. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, dass sie wirklich ja ganz, ganz charmant diese Rolle der Maria ausfüllt. Der neue Dirigent der Werksmusik hat wie immer ein wunderschönes Programm für uns Zuschauer zur Verfügung gestellt. Ich persönlich als Jugendreferent freue mich natürlich auch um die zahlreichen Jungmusiker, die hier auch immer wieder anwesend sind. Die Werksmusik Nettingsdorf macht auch ausgezeichnet Jugendarbeit. Ja, wir freuen uns jedes Jahr auch heute wieder aufs Herbstkonzert, weil wir ein sehr erfolgreiches und ertragreiches Jahr hinter uns haben und es bildet jetzt so quasi den Abschluss für uns. Wir freuen uns, dass wir nochmal vor einem großen Publikum und großem Saal spielen können und zeigen können, was wir einstudiert haben in der letzten Probenphase. Wir haben im Frühjahr die Konzertwertung erfolgreich bestritten und im Frühjahr auch sehr viele Konzerte im Freien bei tollen Anlässen spielen dürfen und sehr viel Erfahrung gesammelt. Und heuer freuen wir uns auch wieder auf ein sehr ansprechendes Programm vom Jugendorchester.
Und genauso freuen uns natürlich wir auch als Amsfelder Tanzlmuse und auch als Singkreis Amsfelden, wenn es dann am 4. Adventssonntag zu uns in Amsfelden um 17 Uhr zu unserem Weihnachtskonzert kommen. Wir haben ganz tolle Stücke geplant und proben eigentlich schon seit September.